Seien Sie herzlich willkommen hier im Kloster Jericho, dem wunderbaren ältesten Backsteinbau Norddeutschlands. Mein Name ist Philipp Jahn, ich bin hier der Museumsdirektor und das Kloster ist natürlich mehr als Backstein. Wir haben auch einen wunderbaren Klostergarten und mit diesen beeindruckenden Hochbeeten ist er vor gut 20 Jahren in einem studentischen Arbeitsprojekt entstanden und ist in Anlehnung an den mittelalterlichen Klostergärten geschaffen worden. Unsere Hochbeete haben natürlich viele Vorteile. Sie sind dann nicht nur heute rückenschonend, sondern vor allen Dingen im Kompostsystem halten sie die Wärme, in der Belüftung halten sie Pilze und Schimmel von den Pflanzen fern und vor allen Dingen konnten die Chorherren bzw. vielmehr ihre Laienbrüder, die sich hier um die Versorgung gekümmert haben, mehrfach im Jahr ernten. Und so natürlich die Versorgung hier für die Prämonstratenser Chorherren aufrechterhalten. Wie heute beim beliebten urbanen Gärtnern sehen Sie hier eine große Vielfalt an Pflanzen. Hier zum Beispiel auch den Amaranth, heute ja im Müsli und auch als Färbepflanze gut nutzbar. Aber im Mittelalter sah ein Hochbeet gar nicht so aus. Die Chorherren und ihre Laien hatten immer eine Sorte da. Ob es der Kohl ist oder der Amaranth oder der Sellerie. Diese Mischkulturen, die wir heute so schätzen, auch im modernen gärtnerischen Sinne, das ist ja eine neue Entwicklung. Eine ganz tolle Pflanze ist beispielsweise der Üsop. Das ist eine Heilpflanze, sie wird bei Erkältungen genutzt, aber sie wird auch als Gewürz bei Fleischgerichten verwendet. Und wir haben natürlich hier noch viel mehr Heilpflanzen, Gewürzpflanzen, Färbepflanzen, Nutzpflanzen in unserem großen Klostergarten, in den Hoch-, aber auch hinten in den Flachbeeten. All das können Sie sich am besten hier live vor Ort oder unter einer fachkundigen Gartenführung auch anschauen.